So, heute schauen wir uns einen VW Golf 1,4 59 kW Benziner aus 2008 an mit 132.000 Kilometern. Der Wagen ist aus zweiter Hand, ist Scheckheft gepflegt durchgehend, ist achtfach bereift, hier auf Sommerreifen. Die Winterreifen liegen hinter mir. Die Sommerreifen sind aus 2015, allerdings ist das Profil noch sehr, sehr gut. Die Winterreifen sind aus 2019, das Profil ist natürlich auch sehr gut. Die Bremsen sind in Ordnung. Vorne an der Achsmanschette, vorne links, hat er leichten Ölverlust, also sprich, er tritt Fett heraus. Das Auto selber hat in 2012, 13 und 14 jeweils einen Unfallschaden erlitten, der auch in der Karosseriewerkstatt repariert wurde. Einmal einen Frontschaden, einmal einen Heckschaden und einmal einen Seitenschaden. Davon habe ich auch Fotos gemacht. Alles dokumentiert. Gepflegter Zustand. Leider hat er halt ein bisschen Pech gehabt in diesen 3 Jahren. Außerdem kommt jetzt noch das Alter dazu. Vielleicht liegt es aber auch an der Reparatur. Wir haben hier vorne links schon Rostansatz. Natürlich haben wir hier überall ein bisschen kleine Steinschläge. Hier vorne an der Stoßstange haben wir 2, 3 kleine Macken, die aber nicht so wild sind. Die Windschutzscheibe hat hier einen Steinschlag mit einer ganz kleinen Rissbildung vorhanden. Moment. Und zwar ist das der hier. Nee, der da ist es. Da ist eine ganz feine, leichte Rissbildung vorhanden. Kotflügel vorne hat hier auch schon leichten Rostansatz. Die Stoßleiste auf der Fahrerseite hat ein paar Macken. Hier leichte Kratzer, da leichte Kratzer. Dann hat er hier in der Fahrertür eine ganz leichte Delle drin. Aber das ist, sieht man erst auf den zweiten Blick. Außenspiegel. Kappe, Fahrer und Beifahrer hat jeweils einen Kratzer. Dann hat er hier im Dach einmal eine Delle drin und direkt dahinter noch eine, also 2 Stück. Ansonsten ist da auch alles Barbene. Felge hat hier hinten links eine Beschädigung. Bremsen sehen wirklich in Ordnung aus. Reifen sehen eigentlich in Ordnung aus. Spaltmaß hinten und vorne an der Stoßstange jeweils stimmt nicht hundertprozentig, aber das ist noch vertretbar. Hier hat er einen leichten Kratzer, lässt sich aber rauspolieren, meiner Meinung nach. Bevor wir es nachher vergessen. Wirklich ein sehr gepflegter Zustand. Hier ist so alles in Ordnung. Hier hat er ein bisschen was, was man mal wegmachen müsste. Ist leider drin, aber das kriegt man wahrscheinlich mit etwas Schmier raus. Hier sieht man auch das mit dem Spaltmaß, dass das nicht so hundertprozentig stimmt. Die Felge hinten links hat auch was Blaues abbekommen. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, hier wie erwähnt schon Beifahrer Außenspiegel und er hat 2 Dellen nebeneinander im Kotflügel vorne rechts und die Felge vorne rechts hat auch mal den Bordstein kennengelernt, was alles so halb so wild ist. Dann gucken wir noch mal gerade in den Motorraum, bevor wir nach innen gehen. Erstmal hier Bremsflüssigkeitsnachweis. Letzter Service-Nachweis und hier unten an der Achsmanschette ist schon, tritt ein bisschen Fett raus. Von unten sieht man es ein bisschen deutlicher, aber da habe ich keine Fotos gemacht. Ansonsten ist alles wirklich sauber, ordentlich. Klimaanlage funktioniert, Sitzheizung funktioniert. Gucken wir nochmal hinten rein. Natürlich müssen Autos immer ein bisschen aufbereitet werden. Hier hat er ein bisschen Abnutzungserscheinung, aber es ist meiner Meinung nach auch in Ordnung noch vom Alter. Die Einstiege sind fürs Alter gerecht in Ordnung. Dachhimmel hat keine Löcher. Hier sieht alles gut aus. Lenkrad ist natürlich ein bisschen abgegriffen. Kilometerstand knapp 132.000. Sitzheizung
Klimaanlage, Radio, funktioniert aber auch. Handschalter, Armlehne, Staufach, Beifahrersitz. Also alles wie es sein soll, komplette Bordmappe vorhanden, Dokumentation über die Unfallschäden, die drei Stück sind vorhanden. Also, guter Wagen, ein bisschen Pech gehabt, jetzt ein bisschen Rost vorne, technisch ziemlich sauber. Ach, hier habe ich noch gesehen, es ist noch ein bisschen was ab an der Beifahrertür Innenverkleidung, aber ist auch nicht so wild. Ja, ein Kauf empfehlenswert, weil einfach technisch alles sauber ist und der Wagen so in optischem guten Zustand ist. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, ansonsten Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Danke, bis zum nächsten Mal.